Ludwig Hofmeier, geboren am 8. Dezember 1941 in Saal an der Donau, Deutschland, ist ein Multitalent mit vielen Rollen wie Turner, Schauspieler und Antiquitätenhändler. Aufgrund seiner hervorragenden Handlauffähigkeiten war er einst als Handstand Lucky bekannt. 1961 gewann Hofmeier die Bayerische Landesmeisterschaft im Kunstturnen und gewann sechsmal die Oberpfalzmeisterschaft. Er gilt auch als der erste Deutsche, dem der Yamashita-Sprung erfolgreich gelang. 1967 schaffte Hofmeier die 1070 Kilometer lange Reise von Regensburg nach Rom im Handgehen in 3 Monaten. Eine unglaubliche Leistung, die ihm den Titel Weltmeister im Handgehen einbrachte. Nach seiner Sportkarriere wandte sich Hofmeier der Wirtschaft zu und betrieb 3 Bars in Regensburg, Kongo Bar, Aquarium und Arco Bräustuben. Anfang der 1970er Jahre leitete er die Diskothek Apollo in Steinberg am See, in der Künstler wie Marianne Rosenberg und die Band Middle of the Road auftraten. Anschließend baute er Apollo in eine oben ohne Bar mit Zutrittsverbot für Minderjährige um. Von 2013 bis 2020 erlangte Hofmeier Bekanntheit, als er als Antiquitätenhändler in der TV-Sendung Bares für Rares mitwirkte. Im Jahr 2019 kam es jedoch zu einem Zwischenfall, als auf der Autobahn A8 ein mobiles Fahrzeug mit vielen wertvollen Antiquitäten abbrannte. Obwohl niemand verletzt wurde, verursachte der Vorfall bei ihm großen Sach- und Geistesschaden. Was sein Privatleben betrifft, so lebt Hofmeier seit Anfang der 1970er Jahre mit seiner Frau in Offenburg. Obwohl es Gerüchte und Skandale um sein Privatleben und seine Karriere gibt, gibt es keine konkreten Hinweise auf ernsthafte Geheimnisse oder Affären. Er arbeitete weiterhin in der Antiquitätenindustrie und wahrte seinen Ruf in der Gemeinde. Das Leben von Ludwig Hofmeier ist eine bunte Reise, vom Turner, Schauspieler bis zum berühmten Antiquitätenhändler. Trotz vieler Höhen und Tiefen behielt er stets seine Leidenschaft und Hingabe für die Bereiche bei, denen er nachging. Obwohl er viele Erfolge erzielte und auf vielen Gebieten berühmt war, konnte Ludwig Hofmeier verborgene Ecken und heimliche Schmerzen in seinem Leben nicht vermeiden. Hofmeier, einst ein hervorragender Turner, verbrachte seine Jugend mit Training und Wettkämpfen, doch dieses Engagement ließ ihm keine Zeit für seine Familie oder sein Privatleben. Hofmeier erzählte einmal, dass die Zeit der Aufgabe des Profisports eine der schwierigsten Zeiten seines Lebens gewesen sei. Für einen Sportler ist es grausam, mit der Tatsache konfrontiert zu werden, dass sein Körper nicht mehr konkurrenzfähig ist. Obwohl er versuchte, seine Karriere durch andere Berufe wieder aufzubauen, verfolgte ihn immer noch das Gefühl, einen wichtigen Teil seines Lebens zu verlieren. Hofmeiers Geschäftsreise verlief nicht immer reibungslos. Der Umbau der Diskothek Apollo in eine oben ohne Bar löste große Kontroversen aus und schadete seinem Image. Einige Freunde oder Kollegen kritisierten ihn für diese Entscheidung und hielten sie für einen Akt übermäßiger Kommerzialisierung, der gegen traditionelle Werte verstößt. Im Jahr 2019 verursachte ein Autobrand auf der Autobahn A8 voller wertvoller Antiquitäten bei ihm schweren Sachschaden. Dies war nicht nur ein materieller Verlust, sondern auch ein großer mentaler Schock, da er Antiquitäten immer als eine Erweiterung seiner selbst betrachtete. Im Alter von 82 Jahren enthüllte Hofmeiers langjährige Freundin plötzlich unglaubliche Geschichten über seine Vergangenheit. Ihr zufolge hatte Hofmeier eine Zeit, in der ihn sportliche und geschäftliche Misserfolge quälten. Diese Misserfolge führten zu einer Zeit schwerer Depressionen, die er durch ein fröhliches und enthusiastisches Auftreten im Fernsehen vor der Öffentlichkeit zu verbergen versuchte.
Sie verriet auch, dass Hofmeier bei seiner Teilnahme an der TV-Show Bares für Rares einst großem Druck ausgesetzt war. Obwohl er geliebt wurde, fühlte er sich in dieser Rolle immer unsicher und hatte Angst, dass er Fehler machen oder die Erwartungen des Publikums nicht erfüllen könnte. Obwohl das Leben voller Höhen und Tiefen war, fand Ludwig Hofmeier stets Trost in seiner Leidenschaft für Antiquitäten und der langjährigen Beziehung zu seiner Freundin. Er teilte einmal mit, dass Antiquitäten nicht nur materielle Dinge seien, sondern Geschichten und Erinnerungen, die er bewahren und mit der Welt teilen möchte. Mit 82 Jahren beteuert Hofmeier, dass er nichts bereue. Er betrachtet jede Herausforderung und jeden Stolperstein als unverzichtbaren Teil seiner besonderen Reise. Trotz seiner dunklen Flecken bleibt er ein Symbol für Ausdauer und die Fähigkeit, Widrigkeiten zu überwinden. Das Leben von Ludwig Hofmeier ist eine Lektion in Sachen Wille, Leidenschaft und dem Geist der kontinuierlichen Verbesserung. Ludwig Hofmeier ist nicht nur eine einflussreiche Persönlichkeit der Antiquitätenbranche, sondern auch ein Mann mit vielen psychischen Wunden aus seiner Vergangenheit. Eine der dunklen Ecken, die kürzlich ans Licht kamen, ist die turbulente Beziehung zu seiner Familie, insbesondere die Konflikte in der Zeit, als er beschloss, das Turnen aufzugeben, um sich auf den Weg des Geschäfts und der Unterhaltung. Right now, Zillow doesn't work in my budget. I love these portal leads, but it's not working for me financially. So I go online. Man, I need to find some people that are generating leads for free. And I got steered to Lab Coat Agents. And then I saw everybody talking about Google and Facebook. And at the same time, I was still being very fiscal and not wanting to spend any money. So, I mean, if I was smart, I would have found you and paid you back then, right? But me, I was all, I want to spend no money. I have a background in information tech. I can figure this out. Right. So that's kind of like where it all started is I think what it was, dude, is how to run a home valuation landing page lead, which I think I got one listing for in my whole life, which we'll talk about maybe off there. But that's how it started. So identifying a problem and then going and find the best, just like doing your due diligence and finding some of the best people. And doing the work and developing a skill set sounds like it was really important for your success. Is that accurate? Yeah, I mean, in the beginning, like I said, I had my bachelor's in management information systems, so I knew how to write code and do a couple basic things, right? I mean, I graduated college in that. So, you know, I thought I could figure it out all myself and whatever free content out there at the time. At the time, it was a lot of the stuff on Lab Coat Agents. That's what I found first. That's just what I went after. It's like, and I just started bugging people, like blowing up people's Facebook Messenger. And I'm sure it was annoying. And I didn't know who I was talking to half the time, but it really opened doors. What would you say are the top three things you learned from Lab Coats? Back then or of all time? Just of all time. I know that'd be, well, it'd be kind of hard to narrow it down, but what would you say like the your biggest takeaways? So it's like transcended so much stuff because now it's like I learned about, you know, the value of making relationships online. Like that was the main thing. Like Tristan, he was, you know, busy team lead at Keller, busy running the group. I think back then there was only 30,000 members in it. I blew him up in Messenger nonstop. You can ask him and he'll talk smack about it. Like, I was that annoying agent just sending messages. I know you have it all the time. I have it all the time. I was him and I was that guy. And he gave me that, that,